Hallo, ich bin Anto Romero Nunes, ich bin der Regisseur vom Sommernachtstraum. Ja, der Sommernachtstraum geht eigentlich um Fantasie und wie wir in andere Leute was reindenken. Um als Menschheit zu überleben, müssen wir uns Dinge vorstellen, die noch nicht sind, die vielleicht sein könnten und die vielleicht noch mitschwingen, wie eine Geisterwelt oder auch Erfindungen und Wissenschaft muss man sich erstmal vorstellen können, bevor man sie macht. Und eigentlich geht es darum, um Fantasie. Ja, ich habe mich damit beschäftigt, inwieweit Laiengruppen diesen Sommernachtstraum immer so am Leben halten. Und natürlich kommt man darauf, dass alle Rollen sind gleich groß. Man kann auch den schwierigen Kindern im Schultheater einen Baum oder einen Stein geben zum Spielen. Und ich habe einfach gedacht, wir spielen das alles in einer verkleinerten Besetzung. Und dann fallen die einfach in dieses Stück rein und verlieren sich in den verschiedenen Strängen, verlieren sich im Bühnenbild, lösen sich auf, werden zu Figuren, sind sich nicht mehr genau sicher, wer sie sind. Und eigentlich ist es diese Sehnsucht, dass man sich verändern kann im Leben. Und ob das stimmt oder nicht, das finden wir eigentlich nie richtig raus. Aber die Sehnsucht, sich zu verändern, die kommt von diesem Ort, wo die Fantasie auch herkommt. Also es gibt die Shakespeare-Szenen und dann sind da die Handwerker-Szenen, die wir eben als Lehrer-Szenen haben. Aber auch das war bei Shakespeare oft improvisiert. Für mich sind das jetzt eher so die Verantwortlichen und zum Beispiel Leute wie wir, die eigentlich schauen müssen, dass die geistige Welt noch erhalten bleibt, obwohl alle nur noch vor Bildschirmen hängen und das soziale Leben immer weniger wird. Also Matthias Koch hat eine Bühne gebaut, wo man sehr nah am Publikum ist, also wo man eigentlich ebenerdig wie im Globetheater eigentlich, man kann fast reinlaufen ins Publikum oder man kann reinlaufen, man ist mit Teil der Sache. Und Anna Bauer hat eine Musik dazu komponiert, die live performt wird von Lucius Schuler. Das ist ein bisschen wie eine Schulaula, wo eine Aufführung schief geht. Also eine Aufführung sich einfach so weit verdreht, bis man einfach komplett reinfällt. Natürlich ist das Ganze eine Komödie und wir reden in unseren Breitengraden immer sehr gerne über die Inhalte und die schweren Inhalte. Das ist alles drin, aber man darf nicht vergessen, man erkennt die Systeme, in denen wir leben und lacht darüber. Ja, der Sommernachtstraum hat Premiere am 17. Dezember und läuft ab dann im Schauspielhaus hier in Basel.